Ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier als Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes vor so vielen aufrichtigen Tirolerinnen und Tiroler zu stehen. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was unsere Vorfahren für uns so hart erarbeitet und erkämpft haben. Es ist eine Geschichte, die was von uns Achtung und Respekt verlangt. Es ist eine Geschichte für den Kampf, für die Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit unserer Heimat. Es ist eine Geschichte von tapferen Frauen und Männern. Und wir sollten eines Tages unseren Enkelkindern voll Stolz erzählen können, dass wir alles getan haben. Dass wir Vorbilder waren als Patrioten im Sinne unserer Freiheitskämpfer, die alles getan haben gegen den Irrsinn der Brennergrenze, aber machtlos waren. Vor 2 Wochen hat man auf Schloss Tirol die Autonomie gefeiert. Wir erinnern heute und hier an all jene Frauen und Männer, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt diese Autonomie haben. Diese Autonomie, die zurzeit auf der Intensivstation im Bozner Krankenhaus im Wachkoma liegt. Diese Autonomie, die immer nur als Übergangslösung gedacht war. Das Ziel war, ist und bleibt die Selbstbestimmung. Das ist unser Auftrag. Das sind wir den Frauen und Männern um Sepp Kerschbaumer schuldig. Liebe Magistrantinnen, geschätzte Schützenkameraden, geschätzte Tiroler Landsleute, ich bin mir sicher, die Freiheitskämpfer seien stolz auf euch. Und ich bin's auch. Vergesst Gott fürs Kommen, kommt alle gut heim und auf diesem Wege frohe und besinnliche Weihnachten. Formationen und Ehrenkompanie, habt